Wenn wir heute den letzten Stern finden, können wir zu Bowser und Another Princess Klischee beenden. Das würde bedeuten, das ist der letzte Part von Super Mario Bros. X. Na, mal sehen. So, hier haben wir irgendeine Garage. Wow. Okay. Natürlich, den Soundtrack erkenne ich sofort. Mario Party 1. Mal wieder. Das ist dieser Maschinenraum von Luigi. Warum auch immer Luigi einen Maschinenraum bekommen hat. Mario Party war ja weit vor Luigi's Mansion. Und da rastet wieder ein Kettenhund aus. Der Hintergrund erinnert mich irgendwie an die Scrap Brain Zone von Sonic 1. Aber irgendwie, nein, das sind keine Sachen von Sonic reingeportet worden. Zumindest bis jetzt erkenne ich nichts. Sieht nur so ähnlich aus. Alter, was geht mit dem Kettenhund ab? Was? Ich denke, an der Kette kann man sich festhalten. Die sieht so aus, ne? Als könnte man sich an der festhalten und dann hochspazieren. Zum... Wow, wow, wow. Hochspazieren zu der Röhre, die da war. Alter. Zu viel Kaffee getrunken, die Jungs. Das war Glück. Gut, dann muss ich mich auf diese hölzernen Plattformen verlassen. Ich habe allerdings schon ein bisschen Angst und Respekt vor dem Boss, wenn ich... Alter! Ja, das ist... Wusste ja nicht, wann das aufhört. Ich habe Angst und Respekt vor dem Boss, weil das ist ja jetzt eine ziemliche Hommage, fast schon Nachbildung oder Neuauflage, Fortsetzung, wie man es möchte, von The Princess Klischee. Und das war die erste Story, die hat nur 3 Parts gedauert, die hier anscheinend 5, wenn das der letzte Part ist. Und naja, was mir auf jeden Fall Sorgen bereitet hat, war der Endboss. Meine Güte, ich will da hoch. Von The Princess Klischee. Das war ein Bowser-Endboss-Kampf, der auf keine Kuhhaut ging. Achtung, da kommt noch einer. Was jetzt? Ja. Kein Peil. Ich gehe am besten einfach wieder zurück, würde ich sagen. Hä? What? Ja, und wenn die wieder so einen ähnlich starken Boss einbauen, dann gehe ich mich dezent begraben. Nee, nee, Spaß. Dezent wird das nicht. Geiler Soundtrack. Definitiv. Ich will jetzt hier keinen läppischen Fehler machen. Gut, gehen wir halt weiter nach rechts. Wie ihr wollt. Nee, können wir nicht. Was? Muss ich da einen Treffer einstecken? Andere Möglichkeit fällt mir da jetzt nicht ein. Es sei denn, diese Kettenhunde sollen so nichts... Diese Kettenhunde sollen so nicht sein. Wisst ihr das? Wenn sie sich verhalten würden wie normale Kettenhunde, dann könnte man auf die doch spinjumpen, oder? Nee, die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Sehr gut. Tja, ein wenig rühmlicher Anfang in diesem Part. In diesem vielleicht letzten Part von Super Mario Bros. X. Aber das sieht optisch schon mal sehr gut aus wieder. Bringt Abwechslung rein. Erinnert mich ein bisschen an Donkey... Ach, Quatsch. Super Mario Land 2. Kein Peil, was man da sonst machen soll. Ist nicht, was die von einem verlangen. Alter. Kommt da jetzt keiner mehr raus, ja? Ich hab Angst. So, warte mal. Da ist eine Plattform. Die kann man bestimmt irgendwo... Kann man dann einen... Nice. Einen Hebel finden, um das umzudrehen. Wunderbare Musik. Auch wieder mit den Seiten gespielt. Achso, hier, wo die Münzen sind. Ja, aber den Loop vom Soundtrack hätte man mal wieder besser machen sollen. Naja, da hat dieser Entwickler einfach keinen Wert drauf gelegt, glaube ich. Einfach die Soundfiles in den Ordner gestoopt und... Alter! Und gut war, ne? Hui, ich bekomme wieder einen Pilz. Ich muss aber schnell machen, bevor wieder so ein Asozialer ankommt. So, gut. Warte mal, da ist eine Röhre. Da können wir doch hin. Mal sehen, was die bringt.
dass wir uns direkt wieder hier befinden. Ist eine Abkürzung, gut. So, und der Schalter bewirkt, dass das nach rechts läuft. Wir können lang. Informationsschild. Sei vorsichtig. Warum soll denn hier passieren? Ah! ja gut. Was ist das denn? Bin ich zu schnell für den oder habe ich ihn komplett abgehängt? Das wäre schade. Ein riesiger Kettenhund, wie haben die das denn gemacht? Nice. Da ist der Stern. Das ist der letzte Stern, der fehlt. Was ist los mit euch? Okay. Ich mach's halt simpel. Aber ich habe das Gefühl, das mit den Kettenhunden soll nicht so sein und da soll man irgendwie anders hinkommen, weil geht doch auf keine Kuhhaut. Ja, geschafft. Sehr toll. Also wir haben alle 15 Sterne. Und das führt auch nirgendwo mehr hin. Der Kreis scheint sich zu schließen. Jetzt habe ich mich echt ein bisschen noobig angestellt. Aber tut mir leid. So, jetzt sind wir hier. Ich habe Angst. Ich habe richtig Schiss. Ihr habt ja Part 3 gesehen. Wenn nicht, schaut euch Part 3 an. Klickt hier auf Pause und schaut euch Part 3 an. Ich glaube, es war Part 3. Also dieser Bosskampf. Ja, wirklich so viele Stunden. Ich hatte Sorge, dass du diesmal nicht kommst, mich zu suchen. Aber das ist genau derselbe Text. Hilfe! Nein! Warum? Ich hatte es doch geschafft. Ich habe das dann mit Link irgendwann geschafft. Oh. Ihr müsst dann irgendwie die Koopas... Na toll. Hey. Hä? Okay, warte. Oh, also dann haben sie Gnade gehabt und haben es einfacher gemacht. Mit dem Ding, das war damals natürlich nicht da. Ihr musstet euch Koopas nehmen. Ja. Und die gegen ihn schleudern und ihr habt gesehen, wie viel Treffer da eingesteckt hat. Irgendwann wirst du einfach erwischt. Okay, dann hat man es hier enorm vereinfacht. völlig grundlos in die Hosen gemacht. Da hat der Entwickler von Another Princess Cliché dann doch Mitleid gehabt. Mensch, dann haben wir das jetzt geschafft. Ach, das war jetzt... Ja, ich habe ja mit so viel Schlimm gerechnet. Ja, Kenner von Princess Cliché sollte einfach nur das Herz in die Hose rutschen mal wieder. Das war wirklich die schwerste Aufgabe. Also Captain Toad und Mario Galaxy 2, der letzte Stern... Gegen den Bosskampf, ne. Das war das Schwierigste. Guck mal, Captain Obvious, Special Thanks. Sehr gut. Ja, es gibt noch viele Stories für Super Mario Bros. X. Ich glaube, einer hat versucht, Super Mario Land nachzubauen und... Ja, Legend of Mario hätte es noch gegeben, aber wie gesagt, das soll sehr verwirrend sein. Ja, generell ist diese Szene, also die Leute, die hier Level erstellen, die spezialisieren sich ja schon auf sehr spezielle Level und machen die auch für echte Mega-Profis. Und ich konnte einige Stories beenden. Ich habe The Princess Cliché geschafft. Ich habe Invasion 2 geschafft. Das war sehr lang und sehr cool. Dann habe ich natürlich geschafft Another Princess Cliché. Und auch was wir davor hatten, Valtteri Island komplett durchgespielt. Einziger Wermutstropfen dann Luigi's Fight for the Mushroom Kingdom und New Great Castle Adventure waren dann irgendwann zu heftig. Habe ich nicht ganz durchspielen können. Aber... Ihr habt mir da alle Verständnis gezeigt in den Kommentaren, da war ich ganz froh drüber. Und ja, wir haben hier jetzt einen Vorgeschmack gehabt auf das, was uns erwarten kann in Super Mario Maker. Das erscheint am 11. September und ich werde natürlich die 100 Level, die auf Mario Maker direkt von den Entwicklern drauf sind, erstmal let's playen. Dann habt ihr genug Zeit, um mir Level zu bauen. Und ich kann nur sagen, nehmt euch ein Beispiel an manchen dieser Level. Valtteri Island oder Invasion 2 oder Another Princess Cliché 1 oder die beiden hier. Da habt ihr schon so ein paar
Denkanstöße, denke ich mal. Also die Level nicht zu kurz, nicht zu lang. Faire Checkpoints. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Ich weiß, da ist einiges gefordert, aber ja. Ich werde dann mit euch einiges spielen und ich denke mal, da freuen sich auch schon manche drauf. Also ich werde dann wirklich raushauen ohne Ende. Mario Brothers X, man kann es bis ins Unendliche weiterführen. Okay, unendlich jetzt nicht. Aber es sind trotzdem sehr, sehr viele Stories, die es gibt. Wir haben einige der besten gespielt. Vom Entwickler von Redigit selbst empfohlen wurden die, die wir gezockt haben. Und ja, hat Spaß gemacht. War gut, war gut, war gut. Also die normalen sind natürlich hier Princess Cliché und Invasion 2. Danach hätte es schon vorbei sein sollen, aber ich habe, ich sag mal, DLC-mäßig noch ein paar drangehängt. Kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen jetzt sagen, ach, hättest du noch weiter gemacht, hättest du mal noch mehr gemacht. Ich habe ja noch mehr gemacht. Ich habe ja noch 4 Stories drangehangen. Da, auch wenn ich 2 davon nicht geschafft habe. Aber da könnt ihr euch nicht beschweren. Das war einiges. Und eins sei gesagt, mit 2D-Jump-Runs ist auf meinen Kanal wirklich gesorgt. Es soll nämlich noch ein 2D-Jump-Run kommen, bis zum Release von Mario Maker. Kleiner Tipp, diesmal ist es von Nintendo. Aber ansonsten sehen wir uns wieder und ich hoffe, ich habe einen Daumen hoch verdient. Ich habe diesen Bowser-Bosskampf nochmal geschafft. Okay, danke fürs Ansehen und bis dann und ciao!